Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, die Feli von Happy Hippocampus. Vielleicht ist es bei dir auch gerade so, dass du in den nächsten Tagen und Wochen wieder haufenweise Klausuren hast, die du schreiben musst in deinem Medizinstudium und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst mit dem Lernen und wie du in dieser kurzen Zeit so viel Wissen in deinen Kopf bekommen sollst. Dann bist du hier genau richtig bei diesem Video, denn ich gebe dir jetzt 4 Top-Tipps, wie du in ganz wenig Zeit möglichst viel Lernstoff auswendig lernen kannst. Und mir war es wichtig, dass ich dir Tipps gebe, die auch noch kurz vor der Klausur anwendbar sind. Also keine Tipps, die jetzt groß kompliziert sind, sondern wirklich Tipps, die du gleich sofort konkret bei deinem Lernen jetzt gleich nach dem Video anwenden kannst und für dich nutzen kannst. Los geht's! Tipp Nummer 1 ist, bring eine Pseudologik in deinen Lernstoff rein. Was meine ich damit? Häufig ist ja das Wissen, das wir im Medizinstudium lernen müssen, reines Faktenwissen. Also in Anatomie müssen wir die ganzen Muskeln kennen, Ursprung, Ansatz, alles runterrattern können, die Arterien, die ganzen Abgänge. In Chemie müssen wir wissen, wie die einzelnen Formeln aussehen. In Biochemie müssen wir die Stoffwechselwege runterrattern können. Also lauter Faktenwissen. Und das merkt sich unser Gedächtnis nicht so gerne. Was sich unser Gedächtnis sehr gerne merkt dagegen, ist eine bestimmte Logik. Also wenn wir den Stoff verstehen können, wenn es dann mal wirklich so Klick gemacht hat. Und ich nenne jetzt einfach mal ein paar Beispiele, wie du das machen kannst. Vielleicht machst du das ja auch schon automatisch. Und ja, ein Beispiel wäre, dass du, wenn du die Unterarmknochen lernst, also ich konnte mir das zum Beispiel nicht gleich merken, wo jetzt hier der Radius ist, ja, und wo die Ulna. Und da könntest du jetzt zum Beispiel die Logik reinbringen, ah ja, im Radius ist ja ein D, also muss der Radius auf der Seite des Daumens gelegen sein, ja, also macht natürlich so überhaupt keinen Sinn, ist eigentlich total frei hergeleitet, aber es bringt eine Logik in deinen Kopf. Ah ja, klar, Radius enthält ein D, also ganz logisch, muss auf der Seite des Daumens liegen. Und wenn du dir das einmal so gemerkt hast, mit so einer Pseudologik, dann macht es vielleicht einmal so Klick und du kannst dir das merken. Auch wenn diese Logik gar nichts mit der Realität eigentlich zu tun hat. Ein anderes Beispiel wäre, dass ja die linke Lunge nur 2 Lungenlappen hat und die rechte Lunge 3 Lungenlappen. Und ich habe mir das immer so gemerkt, ja, links ist ja ganz logisch, da ist das Herz, also hat die Lunge links nur 2 Lungenlappen. Vielleicht stimmt diese Logik ja sogar, vielleicht hat sich die Lunge deshalb auf der linken Seite so entwickelt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, auf jeden Fall konnte ich es mir durch diese Logik gut merken. Links ist das Herz, da ist nicht so viel Platz für Lunge, also sind links nur 2 Lungenlappen. Ganz logisch. Ein weiteres Beispiel, das mir sehr gut geholfen hat, ist das Beispiel, dass große Augen, also wenn man so große schwarze Babyaugen vielleicht hat, dass es ja total sympathisch ist. Also so ein kleines Baby, das ist ja total süß und sympathisch. Und so habe ich mir gemerkt, ja klar, logisch, große Augen sind sympathisch, also bewirkt der Sympathikus eine Mydriasis, also eine Weitstellung der Pupille. Tipp Nummer 2, verwende Eselsbrücken. Und hier am besten Eselsbrücken in Reimform, also Reime. Denn Reime merkt sich unser Gehirn auch oft wie von selbst. Und hier gebe ich dir auch mal ein Beispiel. Wir haben schon ganz viele Eselsbrücken auch auf Facebook und Instagram gepostet. Wenn du da Interesse dran hast, dann schau da einfach mal auf unser Profil Happy Hippocampus. Und eine Eselsbrücke ist da zum Beispiel: Du runzelst die Stirn trotz Schaden im Hirn. Das reimt sich und was sich reimt, ist bekanntlich gut. Und was du dir damit zum Beispiel merken kannst, ist, dass bei einer Facialisparese, die zentral liegt, die Stirn noch gerunzelt werden kann. Also ich hatte da auch immer Schwierigkeiten, mir das zu merken und so konnte ich es mir super merken. Du runzelst die Stirn trotz Schaden im Hirn. Ein anderes Beispiel wäre der Merkspruch oder die Eselsbrücke: ADH hält Wasser da. Klar, vielleicht sagst du ADH, das steckt ja schon im Wort, antidiuretisches Hormon, das sorgt für Wasserrückresorption in der Niere durch die Aquaporin-2-Kanäle. Bei mir hat es aber dann immer noch ein paar Gedankenschritte gebraucht, um mir das dann wieder herzuleiten. Ah ja, ADH, ach ja, stimmt,
hält Wasser da, also resorbiert das Wasser wieder zurück. Vielleicht kannst du es dir jetzt besser und schneller immer herleiten, wenn du es dir merkst mit ADH hält Wasser da. Und du kannst dir natürlich auch selber alle möglichen verrückten Eselsbrücken und Reime überlegen. Und ja, gerade die Reime helfen unserem Gehirn, das einfach wie von selber abzuspeichern. Tipp Nummer 3 ist das bildliche Lernen. Also das ist wirklich so wichtig. Das ist eigentlich die Grundlage vom gehirngerechten Lernen, bildliches Lernen. Was meine ich damit? Habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, unser Gehirn mag es überhaupt nicht, sich irgendwelche trockenen, abstrakten Fakten zu merken. Und was es sich aber gerne merkt, das sind Bilder. Also unsere Gedanken, das sind ja häufig Bilder, die wir in unserem Kopf sehen. Und genau das machen wir uns zunutze, wenn wir diesen trockenen Lernstoff in Bilder umwandeln. Ein Beispiel ist, wenn du zum Beispiel gerade die Knochen lernst, die Schädelknochen, dann würde ich mir nicht Oszygomaticum so einfach versuchen zu merken, sondern dann kannst du das Oszygomaticum umwandeln in eine Ziege zum Beispiel. Zygomaticum klingt ja so ähnlich wie Ziege. Und damit du jetzt auch weißt, wo sich das Oszygomaticum, das ja jetzt bei dir eine Ziege ist als Bild, wo sich das befindet, kannst du jetzt diese Ziege noch hiermit verknüpfen, mit diesem Knochen. Das ist ja hier dieser Knochen im Gesicht, im Schädel. Und dann kannst du dir vorstellen, wie so eine Ziege dir ins Gesicht beißt und sich dahin hängt und gar nicht mehr loslässt. Oder du kannst dir es auch vorstellen, wie die Ziege an einem Skelett, mit dem du vielleicht lernst, vielleicht in einem Anatomiekurs, oder auch nur, wenn du das Bild von einem Skelett hast in deinem Anatomieatlas, auch da kannst du die Ziege mit verknüpfen, mit diesen Knochen. Oder beim Os Temporalis. Vielleicht kannst du es dir einfach so merken, wenn du da ein Bild brauchst, dann könntest du das Temporalis jetzt umwandeln in ein Tempo-Taschentuch. Das würde mir jetzt spontan einfallen. Dann kannst du dir zum Beispiel vorstellen, wie du hier oben aus dem Os Temporalis, du kennst ja bestimmt diese Kosmetikpackungen, wo man diese Taschentücher so rauszieht. Ne? Da, wenn du ein Taschentuch brauchst, dann ziehst du hier einfach eins nach dem anderen raus. Und so kannst du dir merken, ah ja, hier habe ich mir die Tempos rausgezogen. Also ist hier das Os Temporalis. Wo sich das bildliche Lernen natürlich auch noch super anbietet, ist bei diesen ganzen chemischen Strukturformeln. Weil die sind ja, wenn man sie einfach nur so lernen will, wirklich ein Graus für unser Gehirn. Und deshalb kann ich dir wirklich empfehlen, wandle das Ganze in Bilder um. Dadurch merkst du es dir viel leichter. Ich gebe dir mal ein kurzes Beispiel. Bei der Aminosäure Glycin ist ja der Rest ein H. Bei uns, bei Happy Hippocampus, in unseren Lernpaketen, wird so ein Wasserstoffatom, so ein H, immer durch eine Hummel repräsentiert. Also H wie Hummel. Und das Glycin, das hört sich so ähnlich an wie glitzernd. Und jetzt könntest du das Ganze verknüpfen, indem du dir einfach eine glitzernde Hummel vorstellst, ja, wie die rum, summ, zzz, und dann vielleicht noch das Ganze verknüpfen mit der Struktur auf deinem Blatt, wie du sie lernst, wie da vielleicht die glitzernde Hummel zzz, sich festhängt und eigentlich losfliegen will und dann die ganze Aminosäure vom Blatt runterreißt und rumfliegt und genau, das führt mich gleich weiter zu Punkt 4, zu Tipp 4 und dieser Tipp lautet, lerne mit Emotionen. Ja, gerade hatten wir schon das Beispiel mit der Hummel. Du kannst dir dann vorstellen, wie die rumsummt und die glitzert und du denkst dir, hä, ist die denn in irgendeinen Schminktopf gefallen? Warum glitzert die so komisch? Und oh, dann fliegt sie auch noch auf mich zu. Also Angst reinbringen. Angst ist ja eine Emotion. Dann diese Überraschung, hä, die glitzert ja, die Hummel. Oh, jetzt fliegt sie auf mich zu. Oh, jetzt sticht sie mich noch hier irgendwo ins Gesicht. Den Schmerz dann vielleicht sogar kurz spüren und ja, jetzt wirst du dir wahrscheinlich für immer merken können, dass Glycin ein H, ein Wasserstoffatom, als Rest hat. Und ja, du kannst dir vorstellen, wenn du das jetzt einmal machst für die ganzen Aminosäuren, dass sich das dann viel schneller und viel besser einprägt. Und die Emotionen sind nochmal so wie das i-Tüpfelchen, das du zusätzlich zu allen anderen Techniken anwenden kannst. Denn unser Gehirn lernt einfach so gut durch Emotionen. Du kennst es wahrscheinlich selber, wenn irgendetwas total Emotionales passiert in deinem Leben, also sei es schön, sei es traurig,
sei es aufregend, wie der Studienbeginn zum Beispiel, sei es eher angsteinflößend, wie die nächste Klausur, die ansteht, oder das Physikum. Ich werde nie im Leben vergessen, diesen Sommer vor meinem Physikum, die Lernphase und natürlich dann das Physikum selber. Das hat sich in mein Hirn eingebrannt. Warum? Weil es so emotional war, weil es so aufreibend war, so aufregend. Und genau das kannst du auch schon beim Lernen benutzen. Bring zum Beispiel Angst rein, Freude, Überraschung, Wut, Ärger, Stress, alles Mögliche, alles, was dir einfällt an Emotionen. Und das kannst du jetzt zum Beispiel auch gleich, wenn du jetzt vielleicht weiter lernst, anwenden. Wenn du einen Text hast, der total trocken ist, dann kannst du diesen Text zum Beispiel auch mal ganz emotional einfach lesen und ganz so tun, als wärst du mega überrascht jetzt darüber und als wäre das zum Beispiel was total Geniales, was du da lernst. Wow, Wahnsinn! Und den nächsten Text, den kannst du dann wieder in einer ganz anderen Emotion lernen, zum Beispiel ängstlich oder eher wütend oder überrascht. Du kannst auch mit deiner Stimme spielen, du kannst die Fachbegriffe laut vorsingen, du kannst flüstern, du kannst laut sprechen, du kannst irgendwelchen Blödsinn machen. Hauptsache, du bringst Emotionen rein, ja, also spinn einfach rum. Geht natürlich vor allem gut, wenn du zu Hause alleine bist, aber in der Bib kannst du es genauso gut machen. Da machst du es halt dann vielleicht leise im Kopf. Und jetzt kriegst du noch meinen Bonustipp und dieser Bonustipp ist jetzt gerade auch schon mal ein bisschen angeklungen. Du kannst diese Tipps, diese vier Tipps, die ich dir jetzt gegeben habe, natürlich auch wunderbar kombinieren. Und wenn du das Ganze kombinierst, dann wird es nochmal merkwürdiger. Ja? Merkwürdiger für unser Gedächtnis. Also, ich wiederhole nochmal kurz die Tipps. Tipp Nummer 1 war, eine Pseudologik reinbringen. Ja? Bring eine Logik rein, wo eigentlich überhaupt gar keine ist. Tipp Nummer 2, lerne mit Eselsbrücken. Und hier am besten Eselsbrücken, die sich reimen, weil die kannst du einmal durchlesen und dann weißt du sie oft schon. Tipp Nummer 3, bildliches Lernen. Es ist so wichtig, dass du dein Gehirn mit Bildern fütterst, anstatt nur mit trockenen, abstrakten Fakten. Und Tipp Nummer 4, lerne mit Emotionen. Und das kannst du natürlich auch wunderbar kombinieren, wenn du jetzt zum Beispiel einen Merkspruch hast wie du runzelst die Stirn trotz Schaden im Hirn. Dann kannst du das so nachmachen und dir denken, hä, was ist denn das für ein komischer Spruch? Oder was auch immer. Oder hä, warum runzel ich jetzt die Stirn, obwohl ja der Schaden zentral im Hirn liegt? Also zum Beispiel das Reinbringen, das ist jetzt aber komisch, also da hast du ja dann schon wieder eine Emotion. Oder die Bilder, wie die Hummel vorhin, dann noch mit Emotionen verknüpfen. Und ja, dann können die Klausuren kommen, würde ich sagen. Weil durch diese Tipps schaffst du es auch wirklich in kurzer Zeit, dir nochmal viel Wissen anzueignen. Und es bleibt dann auch hängen, ohne es groß zu wiederholen. Und wenn du jetzt sagst, wow, hört sich cool an, würde ich eigentlich gern machen, aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt gerade unterkriegen soll. Wir von Happy Hippocampus, wir bauen natürlich für dich schon optimierte Eselsbrücken und Gedächtnispaläste. Wenn das was für dich ist, dann kannst du gerne mal reingucken in unsere Lernpakete www.happyhippocampus.com. Wir haben da vor allem gerade Biochemie- und Anatomie-Themen, wo wir für dich ganze Gedächtnispaläste bauen, was dann schon nochmal eine Nummer aufwendiger ist. Aber du brauchst ja nur auf Play klicken, die Paläste dir einmal angucken und dann sitzt das Zeug hoffentlich. Und jetzt drücke ich dir ganz fest die Daumen für deine Klausuren, die anstehen. Wenn du noch mehr solche genialen Lerntipps möchtest, dann trag dich gerne in unseren WhatsApp-Verteiler ein. Der Link ist unten in der Beschreibung. Da bekommst du dann regelmäßig Tipps und Motivationsschübe und Insiderwissen von uns. Wir freuen uns, dich dort begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Deine Feli. Ciao.